Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Preußen Münster gegen den VfR Aalen hieß es am 26. Spieltag der dritten Liga. Veränderung bei Preußen Münster. René Klingenburg ist wieder mit dabei und Cyril Akolo, der soll auch für Tore sorgen. Bei Aalen, da war Royal Dominik Fennell verletzt und Antonios Papadopoulos rutschte in das Team. Ja, null Diät bei den Preußen. Es soll mal wieder Tore her. Und Aalen, die besiegt und unter Haching, die waren richtig gut drauf. Marco Antwerpen sagte, wir müssen über Standards kommen. Versuchen wir es mal. Das ist René Klingenburg. 1:0 für Preußen Münster. Ausgerechnet René Klingenburg. 7. Minute lässt er das Preußenstadion jubeln. Martin Kobylanski Mitte Ecke und dann Klingenburg. Genau da sollte er hin. Was machte Aalen? Ebenfalls eine Standard. Da ist Morris. 1:1. Dachten alle, Abseits wurde gegeben. Der Kopfball von Schnellmacher gehalten von Schulz-Nihus. Und dann Morris nicht im Abseits, weil Braun auf der gleichen Höhe steht. Aalen nochmal. Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Sascha Traut bringt den Freistoß aus dem Halbfeld. Und da ist Kittner fast mit dem Eigentor. Aber Schulz-Nihus ist auf dem Posten. Ole Kittner mit dem Hinterkopf. Marco Antwerpen 1:0 zur Halbzeit. Jetzt nur so weitermachen. Wir springen in die 61. Minute. Das ist Lucas Cueto. Lucas Cueto! 2:0! Lucas Cueto raus mit dem ganzen Frust. Tanzt da alle aus und dann auch noch gegen Bernhard. Nur 6 Minuten später. Menig mit dem Einwurf. Und dann wieder Cueto. Das 3:0. Doppelpack von Lucas Cueto. Schildverlänger von Hoffmann und dann Cueto ist da, wo ein Stürmer stehen muss. Die 80. Minute. Kittner, 4:0. Das 4:0 für Preußen Münster. Endlich hagelt es wieder Tore zur Karnevalzeit. Das ist der Sieg für den SC Preußen. Wir haben über die Null-Diät gesprochen. Die Null-Diät hinten bleibt, aber vorne sieht es jetzt ganz anders aus. So schnell geht das manchmal im Fußball, ne? Gute Partie heute gehabt, gut auch ins Spiel reingekommen, glaube ich, über die Standardsituation, wo wir einzeln in Führung gehen. Wieder auf die Gefahr hingewiesen, dass Aalen sehr konterstark ist. Ich glaube, da haben wir viel abgefangen schon vorher. Ja, und dann ist es dann halt so, wie wir es weiterspielen in der zweiten Halbzeit, war sehr, sehr gut. Das 2:0 drauf gemacht, da wussten wir schon, dass wir dann auf dem richtigen Weg sind. 3:0, 4:0 ist dann die Zugabe. Ja, Herr Rückstand, wir haben das Spiel verloren, ob nun 1:0 oder 4:0. Das klingt natürlich jetzt für die nicht da waren, klingt das viel. Aalen ist untergegangen, so war es, habe ich nicht gesehen. Preußen Münster bekämpft also das Null-Tore-Gespenst. Ja, und der VfR Aalen, der wird zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen.